Leute, Raffi ist back am Start. Heute ein neues Format. Es geht über mehrere Parts. Ja, Leute, wie ihr schon seht, Raffi Talks oder Raffi Talk. Da rede ich einfach über Themen, wo man eigentlich nicht so gerne drüber spricht, in Anführungsstrichen. Manchmal auch über ganz normale Themen und so. Ja, ich hoffe, das neue Format gefällt auf jeden Fall. Heute, wie ihr im Titel schon liest, meine Ängste. Jeden gefällt wahrscheinlich, jeden interessiert wahrscheinlich meine Ängste und so, glaube ich. Und ja, in nächster Zeit kommen mehr Reaction-Videos. Ja, ich würde sagen, das Video fängt gleich an. Ja, Leute, oh, meine Haare sind dicker, heftig auf jeden Fall. Ne, mit Kappe ist auf jeden Fall 20 Mal besser. Finde ich. Und ja, Leute. Also meine größte Angst ist auf jeden Fall. So. Okay, eigentlich kann man nicht sagen, meine größte Angst, weil ich habe vor allem ungefähr gleich Angst. Aber nicht. Manchmal vielleicht ein bisschen mehr, manchmal weniger und so. Auf jeden Fall der erste Punkt, wo ich richtig Angst habe, sind Spinnen. Egal wie groß, wie klein. Ich hasse Spinnen, auch die ganz Mini-Dinger und die Weberknechte, alle hasse ich. Ich habe übelst Angst vor denen. Ich weiß auch nicht warum, Leute. Ja, Statement auf jeden Fall am Start. Und ja, also ich hasse Spinnen, egal groß, klein. Und ist einfach nichts für mich, finde ich. Also, ne, Spinnen sind nichts für mich so. Und ja, jeder hat wahrscheinlich die Angst schon mal gehabt, so. Meine zwei größte Angst ist auf jeden Fall. Wenn ich so Selfie machen würde, so einfach Selfie. So. Ja, so ungefähr. Okay, so macht wahrscheinlich keiner, aber. Na gut. Und hinter dir steht irgendwas oder so. Das wäre mega, mega creepy. Ich habe davon, seit ich klein bin, Angst. Und ich will es auf jeden Fall nie erleben. Stell dir vor, du machst so Selfie ganz normal so. Und dann auf einmal steht da hinter dir, weiß nicht, so ein schwarzes irgendwas oder. Wie wir zum nächsten Thema kommen. Leute, das nächste ist auf jeden Fall. Ich habe mega, mega Schiss vor einer weißen Frau. Viele kennen sie. Viele mögen sie auf jeden Fall nicht so. Und ja, Leute. Habe ich auf jeden Fall auch schon mal gesehen so. Und einen Freund. Also das haben wir alle gleichzeitig so gesehen. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Video, was noch kommt. Seid auf jeden Fall gespannt. Weiße Frau haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich hatte mega Schiss und so. Und ja. Das letzte. Sorry, Leute. Ich bin krank ein bisschen. Das letzte ist eigentlich, dass irgendjemand aus meiner Familie stirbt. Ich habe voll Angst, dass zum Beispiel, weil ich jeden Tag hier bei meiner Oma bin, eigentlich mehr, manchmal sogar mehr, als bei mir daheim bin ich bei meiner Oma, weil ich weiß nicht. Ich bin eigentlich fast nur bei meiner Oma und so. Und das wäre halt einfach am allerschlimmsten. Aber ich habe auch Schiss vor irgendjemand, der aus meiner Familie stirbt. Oder auch irgendjemand von meinen besten Freunden so. Habe ich mega, mega Schiss. Ja, und. Boah, Digga, die hat mich gerade erschreckt, Digga. Hier schaue ich so raus. Neben mir ist so ein Garten. Von Nachbarn und so. Auf einmal steht da so eine Frau. Und schaut mich so an. Ja, Leute, das waren eigentlich alle. Also, ich habe Angst vor Spinnen. Ich habe Angst, dass irgendwas hinter dir steht beim Selfie. Ich habe Angst, dass irgendjemand hinter dir steht. Ich habe Angst vor einer weißen Frau. Und ich habe Angst, dass irgendjemand stirbt aus meiner Familie. Am meisten kann man so schon sagen, dass irgendjemand stirbt aus meiner Familie. Egal, ob es meine Mutter, mein Vater, meine Oma. Okay, mein Opa kann nicht sterben, weil alle meine Opas schon tot sind. Ich habe zwei Opas und alle beide sind tot. Die können also nicht sterben. Und ja, das ist auf jeden Fall mein neues Video, mein neues Format. Nächstes kommt vielleicht alle Dinge, die ich hasse. Und am besten nie machen will, aber manche Sachen muss man halt machen und so. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Wenn euch mein ganzes Format gefällt, mein ganzer YouTube-Kanal, mein ganzer Content. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.